Und auf geht's. Oh, ich folge dir mal. Ja, ich würde auch sagen, so leicht schräg rüber hier, ne? Ja. Boah, das ist so krass, die Platte ist echt so langsam, der, wenn der mich ins Level spawnt, dann ist alles ohne Texturen und dann kommen die so ganz langsam. Okay. Das sieht aus. Jetzt sind sie da, aber am Anfang ist das echt immer... Ja. Ja, ist Wahnsinn, was das heutzutage schon bringt, ne? Wenn man irgendwie eine schnellere Platte hat und... Ja, ich finde auch in den letzten Jahren war wirklich SSD so mit der größte Erfolg halt, ne? Das, was am meisten bringt. Ja, finde ich auch, also das ist so... Du kannst echt sagen, wenn du deinen Rechner beschleunigen möchtest, also sei mir die Geschwindigkeit verdoppeln willst, kannst du echt eine SSD kaufen, so ungefähr, ne? Das, ja. Das bringt echt eine Menge. Ja. So, Hinweis ist aufgelöst. Sehr gut. Alter, ich habe eben eine Mutti reflexartig gemessert. Das hab ist ich gesehen, das war gut. Ja. Hat sogar gereicht von der Geschwindigkeit her. Ich habe überlegt, ob ich drauf schieße, aber dann dachte ich, ach nee, ist nur Munitionsverschwendung, wenn du eh schon messerst. Ja. Aber man merkt halt schon, wie die Systeme heutzutage echt überzüchtet sind, die PC-Systeme. Gerade wenn du dann, sag ich mal, so einen Titel nimmst wie Zombie Army 4, wenn du dann alles auf Ultra stellst und du rennst da durch den Level, also ist ja echt schon Wahnsinn. Das wenn sieht schon gut ab, ne? Ja. Wenn du im Spiel über 200 Frames hast, das ist schon ordentlich. Oh, gut. Ja, muss man zu zweit machen, weil falls einer mal vergisst, irgendwie nachzuladen, ne? Das stimmt. So. Das passiert mir durchaus auch mal. Ja. Oh, da hinten ist eine Mutti. Ach, du kümmerst dich schon drum. Ja, gut. Hinter dir? Oh. Da ist. Ach ja, ein Messer, Mann. So ein Messer. Alter, sind wir mal richtig. Ach, hier liegt Munition. Nehmen wir auch mal ein bisschen was. Sehr schön. Ach, da ist noch ein Zombie. Sehr gut. So, ich hab mal gelöst. Ah, super. Dann können wir gleich weiterlaufen. Aber um sein Aiming zu trainieren, ist Zombie Army wirklich gut. Weil da kannst du richtig, gerade weil die Zombies ja auch immer so laufen und mit dem Kopf wackeln und ne, dann musst du echt gut zielen und auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort zielen. Irgendwie. Ja, das ist schon gut. Ja. Wo ist schon wieder eine Mama? Ja. Ich weiß nicht wo. Oh. Ach du Scheiße. Wo ist sie denn? Ach, hier unten. Ich hab's doch. Ah. Oh, tot. Sehr gut. Die hat mich aber auch eingeschleimt. Ja, die ist echt übel, ne? Ich hasse die auch, ey. Das ist, wenn jetzt noch ein Wasserteufel ankommt und noch 6 Hunde, dann war's das bei uns schon wieder. Stimmt. So. Ich will ein bisschen die Knarre hoch. Also damit ich die andere kriege. Das heißt, es ist nichts mit still sein. Ja, das macht nichts. War ja so und so noch nie unsere Stärke. Das stimmt. Ah, sehr gut. Alter, wo die trägt ihren Kopf wirklich unter dem Arm? Also oh, am Anfang. Hüpfen hören? Nee. Aber. Kann natürlich sein. Ach, es kann auch der Zombie gewesen sein, der so Geräusche macht. So, komm her hier.
Oh, Spinne schon aufgedeckt. Sehr gut. Komm mal gleich zu ihr hin. Ja. Oh, hier gibt's Zeug. Oh, sehr schön. Oh, konnt sogar was nehmen. Sehr gut. Soll ich den mal wegspringen? Ja, kannst du auch machen. Dann kann ich mir auch was aus dem Kasten nehmen. Ach stimmt, ja, man kann ja dann nochmal... Oh, rennen die alle schön durchs Feuer. Hm. Die sind... Oh, da hinten sind Vögel hochgeflogen. Hier, da. Okay, das ist nicht gut. Mal gucken. Da hinten ist noch so ein Feuertyp. Schön. Jo, die ist auch weg. Den auch? Nee, oder? Nö, ich glaube, wenn er, solange er nicht angreift. Oh Mist, das hat rot aufgeleuchtet, dann sind hier schon welche. Mhm. Hunde. Oder haben wir die Spinne gefunden? Ne, wir haben die Spinne gefunden. Genau, aber es, ich glaube, es gibt Gegner. Ah. Ja, da hinten sind auch Vögel aufgestiegen. Schießt du? Ja. Mal gucken. Ah ja, ich wurde erschossen. Ich wollte gerade sagen, ich wollte eine Resonanz haben, aber die habe ich auch bekommen. Du weißt nicht von wo, oder? Nee. Oh. Leider nicht. Oben. Oh nee. Bin aber auch echt richtig gut. Wieder mal voll in Form. Ja, wie ich vorhin bei Zombie Army, ey. Dann belebe ich dich mal wieder. Er war auf dem Dach oben, aber du hast ja gesehen, wo ich ihn geschossen habe. Genau. So. Aber da ist er nicht mehr. Ich vermute mal. Der ist ja dann runtergefallen vom Dach irgendwie. Ich glaube, der ist einfach nur runtergelaufen. Mal dieses Ding ausprobieren. Ich schmeiß da mal so ein Teil hin. Hm? Warte mal, es wird jetzt gleich laut. Aua, ich wurde angeschossen. Oh. Das ist aber gut, weil... Siehst du sie? Nee, ich hab mir kurz versteckt hier abgehockt und mir eine Spritze gesetzt. Ich mich mal von hinten an. Aber ich sehe sie leider nicht. Kannst du sie markieren, oder? Sie sind im Haus drin, aber ich weiß nicht genau mehr wo. Hm?
So, du bist ja da hinten, das ist schön. Ich guck mal, ob ich die von hier irgendwie sehe oder so. Ist komisch, dass die im Haus sind, aber man nicht sieht, dass die irgendwo rausgucken oder so, ne? Ja, die hatten schon da an dem einen Fenster, hatten die geguckt. Aber es ist doch echt verdammt neblig, also ich sehe kaum 2 Meter weit. Oh, die haben die Trophäen aufgenommen. Jetzt können wir sie auf jeden Fall im Haus dann verfolgen auch. Ja, ich habe einen getroffen. Ja? Ich habe mit Dynamitstange ins Haus geworfen. Und hast du richtig gehört, so. Oh! Also. Schön. Das heißt, die müssten hier irgendwo rauskommen dann, ne? Alter, dieser Nebel, der ist aber echt übel. Ja, ich finde auch. Jetzt können die nicht mal Fehler machen, dass er mal die Tür aufmacht oder so. Ich schieß mal. Ja, ich hab mal versucht, so durchs Holz zu schießen. Zu gucken, ob die dann rauskommen, eine kleine Reaktion oder so. Ich schieß da hinten mal die Fässer an. Das ist gut. Kann sein, dass sie dann denken, dass wir hinten sind. Ich weiß ja nicht, wie schlau die sind. Kommen. Ach ja, die sehen uns ja auch durch die Trophäen. Ja, die Frage ist nur, wie lange. Ja. Und wo schießen die denn? Ich weiß gar nicht, der hat da drauf hingeschossen, wo ich eigentlich auch hingeschossen habe. Also durch die Wand irgendwie. Hat der gedacht, wir stehen da, oder? Ich hab keine Ahnung. Was stimmt denn mit dem nicht? Stundenlang Belagerungskrieg. Ah, jetzt, ich sage, jetzt kommt er. Oh, ich mach dich hier weg. Alter, jetzt kommt der dieser. Weißt du, hast du einmal geschossen, kommt gleich dieser blöde Zombie an, ne? Ja, Belagerungskrieg, stimmt das. Ne? Ich geh mal so ein bisschen ran hier. Ich glaube, hier war am Fenster einer. Ja, ich so glaube, sie sind raus. Sie rennen gerade weg. Okay. Oh, ich werd beschossen. Aber sie rennen auf jeden Fall weg. Alter. Das Ding ist, man sieht die gar nicht. Shit, er hat mich voll von links getroffen. Alter, ich hab mit einem winzigen Strich überlebt. Ah, jetzt wurde ich erschossen. Ja gut. Oh Mann. Alter, von... Wo sind die denn? Die hängen da so im Nebel. Ja, ich sehe überhaupt nichts. Also ich habe keine Ahnung. Unten irgendwie. Oh, scheiße, sind schon weitergezogen. Ich belebe dich mal wieder. Ah, danke. Also die rennen auf jeden Fall gerade weg. Ja. Sollen wir hinterher? Ja, können wir machen. Um eine kleine Jagd, wo wir sonst doch immer so uns lieber verstecken. Ah, ich wurde wieder erschossen. Was? Alter. Ich weiß aber nicht von wo. Ich glaube von links irgendwo. Also da. Genau da. Oh ja. Ich sehe keinen. Alter, ich sehe überhaupt nicht, wo der ist.
Da hat man echt das Gefühl, die sind noch im Haus, ne? Obwohl sie ja schon weg sind, aber. Ja, Schnees. Also, ich weiß gar nicht, wie die durch diesen ganzen Nebel was sehen können. Oh, das stimmt. Ah, jetzt sehe ich eine. Oh. Jetzt rechts, halt, da genau, das Stück links, zwischen den Pfosten, genau. Da war Mündungsfeuer, also jetzt zwischen den beiden, genau, siehst du da unten? Den sieht man überhaupt nicht. Nö. Soll ich dich nochmal wiederbeleben? Jo, okay, mach mal. Da ist er, ich sehe ihn. Arschkunde. Jetzt hat er die Saatmutti am Arsch. Ah, sehr gut. Ah, du hast platt gemacht, ja? Jetzt. Sehr gut. Alter, der hat voll die fette Knarre gehabt hier. Kannst du ihn auch die Trophäe klauen? Nee, der hatte ja keine. Das war ja auch nur ein normaler Typi. Oh, Assi. Und dafür so viel Ärger. Aber wir müssen jetzt schnell raus, ne? Achso, wir haben jetzt nur noch... Ja. Achso, was hat denn der jetzt für eine... Hast du die Knarre genommen von ihm, oder? Ja, die da, wenn du sie haben willst, kannst du sie haben. Die liegt unten noch. Das ist so ein Einschuss, ne? Achso, nee, ja, dann nicht. Aber warte mal, ich habe sonst so gerade hier mein Gewehr gewechselt. Genau. Dann nehme ich sie. Okay, dann können wir abhauen, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil jetzt stand gar nicht, dass wir nur fünf... Oh doch, wir haben nur fünf Minuten. Wir müssen... Müssen den Level verlassen. Wir müssen da lang. Ich hoffe, wir schaffen das überhaupt. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wer uns da so begegnet. Ah, das mit dem Nebel ist ja echt übel, ey. Der hängt da wie so eine Weißwurst im Nebel und keiner sieht ihn. Ja, das war wirklich übel. Ich habe ihn überhaupt nicht gesehen. Hättest du nicht gesagt, du hast da Mündungsfeuer gesehen? Hm. Hätte ich überhaupt nichts gerallt. Alter, ist das ein... Alter, dieses Sniper-Gewehr. Das ist ja... Das zoomt ja 1000 Kilometer ran. Oh. Deswegen hat er uns auch so gut getroffen, ey. Und es hat ganz gute Wirkung. Ja, das ist auf jeden Fall fett. Ich glaube, ich höre Hunde. Das finde ich nicht so gut. So, eine habe ich erschossen. Ich habe nochmal eine Mutti alle gemacht. Oh, und hier sind noch irgendwo Hunde. Oh ja, ich sehe sie. Da. Ja. Ein hast du. Noch mehr. Die Knarre ist gut. Die gefällt. Ja, die hat echt Dampf, ey. Der hat uns ja niedergemetzelt. Wunder, dass du ihn so umgehauen hast, ey. Das war ja, weil er die Mutti am Arsch hatte. Ja, wenn man die Mutti am Arsch hat, sollte man das Weite suchen. Ja. Ah, wir sind ja gleich da. Jo.
Das sieht ganz gut aus, ich glaube, wir schaffen es. Ja. Scheint auch keiner rausgerannt zu sein. Oder mal gucken, was uns an der Kutsche erwartet. Also ein Kutschengefecht hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das stimmt. Das hatten wir am Anfang irgendwie öfter, ne? Wo ich dann den Typen nicht gesehen habe, weiß ich noch. Stimmt, ja. Das war auch witzig. Du, aber der ist doch da. Ich so, wo denn? Ah, ich will einen messern. Komm, zack. Schön, wir haben es rausgeschafft. Aber Alter, du hast jetzt wieder so einen Charakter mit nur einem Punkt, oder? Mit einem Strich. Aber ist nicht schlimm, den kann ich ja zwischenparken. Ne, und dann nehme ich mir einen anderen. Aber was ich gut finde, ist halt die Kohle und Punkte, die man jetzt kriegt. Das stimmt, ja.